speziell, wenn man mitten in der Nacht starten kann. Man läuft durch das Zermatt, ganz zermatt auf der Straße, jubelt dazu. Dann kommst du raus, auf den Gletscher, es ist still. Du bist eigentlich nur noch mit dem Team unterwegs. Du bist für dich allein in der Natur. Du siehst ein paar Fackeln, du siehst vielleicht noch ein paar Lichter, die schon oben für die Etage sind. Mein Vater ist zur Potri gegangen, hat für die Potri trainiert und durch das habe ich nachher mit der Potri angefangen. Das ist eigentlich das erste Rennen, wo ich von dem Skialpinismus mitbekommen habe. Und ich bin nachher auch mit ihm trainieren. Und für mich ist die Potri der Glosse, ist eigentlich das gregste Rennen im Skialpinismus. Wenn ich mich zurückerinnere, ist es schon so, dass wir das etwas mit gewissem Wehmut begleitet wird. Und ich glaube, es wird mir schon Schmerzen machen, der Moment, wo ich vielleicht nicht mehr mitmachen darf. Das ist natürlich ein Mythos. Ich sagte schon hier im Oberwallis, aber viel mehr noch im Unterwallis sowieso. Und es geht ja von Zermatt auf Verbier und von daher ist die Verbindung vom Oberwallis zum Unterwallis. Ich sagte, wir haben nicht nur die Gemeinsamkeit Köpfinal, es geht auch noch etwas anderes, aber im Wallis ist auch gemeinsam. Ja, und nachher das Highlight natürlich an der Potri ist, wenn du wirklich zu dritt in das Verbi einläufst und dann nachher kannst du am Arm sagen, geil, super gewesen. Ja, das ist sicher. Ja, das ist einfach, das Ziel ist das Ziel. Und das Ziel ist, dass man zu dritt ankommt und dass man unverletzt ist. Und die Zeit ist wirklich zwei Drammen. Das ist